Hallo. Hallo. Ich bin Manuel. Und ich bin Niki. Und wir sind die Make-up-Mutanten. Ja, die Zeit ist vergangen und wir haben Wimperntusche aufgebraucht. Wir haben viel Wimperntusche aufgebraucht und wir haben zu jeder Wimperntusche eine Meinung. Und wir, die wollen wir nicht für uns behalten. Ja, ihr müsst leider daran teilhaben. So, fangen wir an. Das war mal meine absolute Lieblingsmascara. Kannst du dich erinnern? Ja, ja, sie ich ist wie eine Verrückte durch die Läden gelaufen. Vor allen Dingen gab es die mal in bei Sephora in so einem Weihnachtskarton mit noch irgendeinem anderen Plunder dazu. Ich glaube, so ein rotes Mäppchen. Ein rotes Mäppchen. Das habe ich noch irgendwo. Genau, und nachdem die nach Weihnachten sind diese Weihnachtspakete für den halben Preis oder so weggegangen. Und die junge Dame lief dann so beladen mit Kartönchen aus dem Laden, weil das, weil, ja. Also ich fand die wirklich grandios. Die Bürste ist immer noch perfekt. Die ist schön, ja. Ich habe sie nachgekauft, so nach einigen Jahren. Ja. Es ist nicht mehr dasselbe. Entweder meine Erwartungshaltung hat sich geändert an oder die eine Formel. Wimperntusche. Oder die Formel. Oder ich bin empfindlicher geworden. Also ich krieg von sehr, sehr, sehr vielen Wimperntuschen tränende Augen. Ja. Und von der inzwischen auch. Und von daher, nee, leider nicht mehr. Ein Jammer. So, dann nehme ich mal dieses Zeug hier. Das in dieser herrlichen lila Pulle, das ist so eine schöne Farbe, ist eine Wimperntusche von Grootwaard. Das ist eine niederländisch-belgische Drogeriekette. Und die Bürste an sich ist wirklich schön, hat mir gut gefallen. Das Ding hat nur ein Problem. Man kriegt sie nicht mehr zugedreht. Und deswegen ist sie dann irgendwann ausgetrocknet. Dann bleiben wir mal bei den Exoten. Von Bourjois ist sie nicht hübsch. Von einer Sonderedition Volume Glamour von Mathilde Cabana. Auch eine wunderhübsche Bürste. Also wirklich eine richtig angenehme Bürste. Ja, die war gut und ich habe keine tränenden Augen davon gekriegt. Also ich glaube, ich werde sie nachkaufen. Vielleicht nicht in der Sonderedition, aber so allgemein. Gut. So, dann haben wir hier von Sephora Big. Und wenn die sagen Big? Ja, die Bürste, das ging eigentlich, aber die hat mir so gar nicht gefallen. Die habe ich dann, also ich habe, muss ich vielleicht dazu sagen, im Moment mit Mascaras irgendwelche komischen Probleme, ein paar davon liegen hier vor mir, da werden wir drüber sprechen. Hier hat mir die Bürste nicht gefallen. Ich hatte dann auch mit dem Zeug, genau das war die, wenn man da nicht höllisch aufgepasst hat, hatte ich dann hier einen schwarzen Punkt. Und das fast jeden Morgen und das ist eigentlich dann völlig wurscht, ob man diese Schwänzchen da vorne irgendwie, nein. Ein Jammer. Es gab mal von MAC die absolut grandioseste Mascara der Welt. Ja. Die sah aus wie so ein, wie ein Lippenstift, also wie ein MAC Lippenstift. Also der war Deckel oben, war so. Der genau. Deckel war, hatte die gleiche Form wie Lippenstifte. Die war toll, die und Mascara. Und die Bürste war so eine. Also so eine ganz kleine. Stummelding, ja. Ganz kleine, harte, kleine Bürste. Und ich habe 2 Dutzend Mascara gekauft, um zu versuchen, das wiederzufinden, eine Mascara, die diesen Effekt hat. Die Bürste ist gut, ich habe leider tränende Augen davon gekriegt, von Kiko Maximot Volumen und Definition Mascara. Die Bürste gefällt mir wirklich gut. Ich kriege jedes Mal einen Vogel, wenn diese Mascara-Packungen so dick sind. Ich bin dick. Das reicht. Das reicht. Mach weiter. Genau. So, dann hier kommen wir jetzt mal ins High-End-Segment. Das ist die Hypnose Drama von Lancôme. Die ist so ein bisschen in sich gebogen, so helixmäßig. Die gefällt mir richtig gut. Ich habe jetzt nur keine da gehabt und ich dachte, ich brauche mal auf, was noch zu Hause liegt, bevor ich mir die nachkaufe. Die würde ich nachkaufen. Tatsächlich, die Mascara, bei der ich jetzt gelandet bin, habe ich nicht da, weil sie nicht leer ist. Ja.
Die ganze Welt und ihre Schwester sprechen von dieser Mascara. Lash Princess von Essence, Curl und Volumen Mascara. Eine relativ langweilige Bürste, also diese taillierte yeah. Hourglass, wie nennt man das? Ja. Sanduhrform. Sanduhr, ja. Eigentlich ganz angenehm, aber auch von der habe ich tränende Augen gekriegt. Ich komme mit Essence Mascaras generell nicht klar. Mit Essence nicht klar und ich komme mit Catrice genauso wenig klar. So, dann kommen wir zu einer Mascara von MAC. Das ist dieses komische, sieht aus wie ein Kegel. Kann man zum Kegeln gehen. So, also ich habe mehrere Probleme. Erstens mal, die Bürste von dem Ding ist ziemlich furchtbar. Echt? Ich finde die ziemlich cool. Ja, so. Und das nächste Problem damit ist, jedes Mal, wenn ich diese Mascara benutze, habe ich nach 2, 3, 4 Stunden hier unterm Auge, so einen Zentimeter unterm Auge, einen schwarzen Strich. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Es ist die einzige, mit der ich das habe. Ich dachte, es liegt vielleicht an der Maske, wenn ich ins Büro gehe. Nein, ich habe es auch, wenn ich zu Hause bin. Und ich habe keine Ahnung, was dieses Zeug macht. Die Bürste hat mir sowieso nicht gefallen. Von daher, danke, nein. The Mascara Revolution von Revolution. Ja, das ist auch schon wieder so eine apropos. Säule. Ja. Oh Gott, ja. Die macht nichts. Also von der Bürste her... Macht sie wenigstens die Wimpern schwarz? Ja, aber halt nur das. Okay. Also die macht halt keinen Effekt. Und sie ist halt wochenlang erstmal zu nass. Das heißt, man muss die erstmal sehr, sehr lange offen, also... Ja, ja. Und dann ist sie in lassen. 2 Tagen ausgetrocknet. Nee, das nicht. Also okay. Das hat relativ lang gehalten. Aber wenn sie dann die Konsistenz hat, macht sie einfach nichts. Also sie macht halt schwarz. Aber dann kann ich mir auch die Mega Lash von Maybelline kaufen. Die macht genauso wenig. Ja. Und ist billiger. Ja, das ist wahr. So, dann habe ich hier von die Snapscara. Das ist wieder so eine Tubing-Mascara. Die ist jetzt von Maybelline. Das ist die du gern mochtest. Die oder? Mag ich gerne. Die ist jetzt halt einfach durch. Genau. Beziehungsweise bei der, die fängt bei mir dann irgendwann an zu bröseln und das ist auch einer der Kandidaten, die ich jetzt aussortiert habe, weil sie nicht mehr funktioniert. Auch weiterhin bei meiner Suche nach einer Mascara, die die MAC-Mascara ersetzen kann, habe ich bei Kiko relativ viel eingekauft. Das war eine andere von Kiko. Die hat so relativ kurze, so ein tannenbaumförmiges, auch Silikonborsten. Die war okay, aber die habe ich nicht abgeschminkt gekriegt. Ja, ich hatte... Also die war verdammt schwierig zum wieder runter. Ach so, ja, genau. So, das muss ich, glaube ich, zu... Nein. Da ist sie, genau. Die hier geht mit Fett nicht weg, aber mit heißem Wasser. Okay, also auch Tubing. Also das MAC-Zeugens, ja, genau. Nachdem ich das begriffen hatte, haben meine Augen weniger gelitten. Also Typ Tubing-Mascara. Ja, ja. So. Dann Drama. Telescopic Lift. Die Mascara, wo gerade ganz TikTok und YouTube und weißt du nicht was. Also. Wo ganz YouTube darüber spricht, dass TikTok drüber spricht. Ja, genau. Also das hier, die ist jetzt neu. Ich habe sie, glaube ich, 3-mal benutzt. Ich komme damit nicht klar. Überhaupt nicht. Wenn ich, egal wie ich sie benutze, ich habe ein schwarzes Brett auf den Wimpern, was ich nicht durchgebürstet bekomme mit der anderen Seite, keine Ahnung. Und das heißt, ich habe die ganze Zeit, wenn ich dann die Wimpern auf und ab bewege, was man ja normalerweise tut, habe ich dann so störende Effekte durch das schwarze Brett, was auf den Augen liegt. Das sieht dann zwar komisch aus, sie ist sehr schwarz, die Wimpern sind auf jeden Fall dicht, aber nee. Ich ärgere mich wirklich, aber ich habe sie mir übrigens in der Drogerie gekauft, da hatte ich von dem ganzen Drama noch nichts mitbekommen. Ich dachte nur so, oh ja, Teleskopik, dachte an meine... Da gab es doch die früher die Teleskopik. Die Teleskopik, die ich kannte, dachte ich, oh, vielleicht ist das einfach nur die neue Edition. Nee, ja. Inzwischen, ja, habe ich mir Drama gekauft, ohne von Drama zu ahnen. Ich will mir nachher nur die Bürste anschauen. Okay, gut.
Scandalize Wow Wings von Rimmel. Wow. Die hatte ich auch aus Frankreich. Die hat auch so eine Silikonbürste, eine eigentlich ganz coole. Die war ganz okay, aber auch von der habe ich Tränen in die Augen gekriegt. So, dann hier der Klassiker von NARS, die Climax. Das ist die, die ich im Moment aktiv benutze. Die sie ist großartig. Benutze ich gerne. Ich kaufe sie mir übrigens nur in der Kleinen. Nur in der Kleinen, da kostet sie, glaube ich, 12 Euro. 12, 13, 14 Euro, irgendwas um den Dreh. Das heißt, man ist auf Drogeriepreisniveau. Und sie hält genauso lange. Hält genauso lange wie eine große, weil, seien wir ehrlich, so ein Riesending kriegst du eh nicht mehr. Also sowas benutzt kein Mensch. Ja, auch. Ja. Genau. Das hier ist eine Lovren, das ist auch aus Frankreich, aus der Apotheke. Eine Mascara. Aber die ist bestimmt total gesund. Ne? Nee, aber von der habe ich keine tränenden Augen gekriegt. Gut. Also sie hat funktioniert. Ich bin halt gerade so selten in Frankreich in der Apotheke, deswegen kaufe ich sie gerade nicht nach. Aber die war tatsächlich, hat mir gut gefallen. Ja, also werde ich nachkaufen. Ja. Ach ja, wasserfeste Mascara löst das Problem nicht, sondern verstärkt es. Ja, weil tränende Augen haben nichts mit... Also die Augen tränen von der Mascara und daher ist es eigentlich genau. So, das hier ist nichts mit dem Panda-Auge zu tun. Diese Hülle habe ich mir gerade noch von Manel ausgeliehen, weil meine Hülle von diesem Zeug, das ist von Tarte, die Lashes. Light Camera Lashes. Oder? Ja, Light Camera Lashes, genau. Die habe ich nämlich weggeworfen, weil nämlich so die Bürste ist so relativ starr und von der Größe her okay. Das ist eine Mascara, von der kriege ich auch keine Tränen in den Augen, die ist super. Ich mag die sehr gerne. Mein Problem damit war, mit dem Exemplar, was ich zu Hause hatte, gefühlt ist diese schwarze Pampe aus jeder Ritze gequollen und irgendwann war gefühlt dieses ganze Röhrchen überzogen mit der Pampe. Das heißt, nachdem ich mir die Wimpern getuscht hatte und ich tusche mir die Wimpern schon ein paar Tage, also ich bin jetzt nicht so völlig ungeübt, musste man sie mit spitzen Fingern abwaschen und dann habe ich dann irgendwann gesagt, ich habe jetzt keine Lust mehr. So, was hast du darüber gedacht? Ich finde die super. Also ich mag die sehr, sehr gerne. Ja. Ich habe die sehr gerne benutzt. Und auch wieder, gerade bei High-End-Mascaras, die halten so lange. Also da ist tatsächlich so viel Produkt drin in so einer kleinen Pulle, dass ich die wieder kaufen werde. Aber halt auch wieder in klein. Ja, weil dann das ist, glaube ich, die große Größe, die du hast. Die kleine ist tatsächlich... Es gibt sie noch kleiner, aber das ist nicht die große Größe. Okay. Also es gibt sie, das ist nicht die Fertiggröße. Ja. Ich habe im Moment die Tubing Mascara von Tarte und die gefällt mir sehr gut. Also ich mag die Mascara von Tarte sehr gerne, aber sie kommen nicht an die Nase ran. Ja, also die Climax ist einfach echt unschlagbar. Genau, dann habe ich hier nochmal, oder nein, jetzt mach du mal. Ich habe noch ein paar mehr. Ja. Weiterhin bei dem Versuch, einen Ersatz für die MAC zu finden, auch wieder die gleiche Bürste, also diese kleine, kurze Stummelbürste, von der, das ist die Maxi MOD Volume und Definition Mascara von Kiko, von der habe ich tränende Augen gekriegt. Also das ist der Beweis, dass sie tatsächlich für die verschiedenen Formeln unterschiedliche Inhaltsstoffe verwenden. Ja. Weil von manchen kriege ich tränende Augen, von anderen nicht. Das heißt wieder, da ich mir das alles nicht merken kann, kaufe ich keine Mascara mehr von Kiko, weil das nicht funktioniert. Ja. So, jetzt habe ich hier zweimal das Gleiche. Das ist die Das ist die Sumptuous Extreme von Estee Lauder. Auch wieder in kleinen Weinen. Kleine Größe. Das Schöne ist, die kann man halt öfter mal abstauben, wenn man irgendwo bestellt, schmeißen sie noch eine Mascara mit rein. Ein recht großer Tannenbaum, aber der gefällt mir gut und ich komme damit super klar. Sie ist relativ nass, was aber nicht stört. Ja, so, also wie gesagt, schön und ich habe, glaube ich, noch eine zu Hause, so in kleinen. Ich bin durch. L'Oreal Air Volume Mega Mascara. Die hat mir auch gut gefallen. Die finde ich super. Ja. Also ganz klassisches Bürstchen, also normale, also keine Silikonborsten, sondern normale Borsten. Ja. Sehr angenehme Bürste und mir gefällt die besser als die Lash Paradise. Ja, also das stimmt. Ich finde die angenehmer. Ja. Ich mag die in der schwarzen
Tube noch ein Stückchen lieber als die in der goldenen. Die mag ich und das ist eine der ganz, ganz wenigen Drogeriemascara, von denen ich keine trennenden Augen kriege. Und dann Catrice Glam Doll Volume, die habe ich eigentlich nur gekauft, weil das so niedlich war. Also es gibt es auch in klein. Manchmal. Das ist sehr putzig. Ein kleiner Weihnachtsbaum. Eine kleine Silikonborstenbürste hat mir gut gefallen. Macht einen relativ schönen Effekt. Ich hatte, wenn ich nochmal darf, also sie versuchen ja so auszusehen wie die Lancôme. Sie sind natürlich nicht halb so gut wie die Lancôme. Also nicht natürlich. Es gibt sehr gute Drogeriemascaren, die gehört nicht dazu. Ja. Und dann die letzte, das Lash Tinting Complex von Essence, I Need a Miracle. Das ist, glaube ich, das war eine, die wurde damit beworben, dass sie nicht verläuft. Sie verläuft wie Sau. Zumindest bei mir war es relativ extrem. Also ich habe ich hab sehr fettige Haut und auch sehr fettige Augenlider. Und das führt dazu, dass ich dann das ganze Augenlid dann schwarz habe, weil sich das Zeug auflöst und auf dem kompletten Auge verteilt. Ja. Also ich habe keine tränenden Augen davon gekriegt, aber dafür habe ich halt Panda-Augen gekriegt. Ja, das war auch mein Problem bei der Snapscara. Als sie dann irgendwann zu trocken wurde, hatte ich dann unter dem Auge so... Ich habe es eben nicht drunter, sondern oben. Also bei mir verbindet sich das dann mit dem Fett auf dem Augenlid. Und dann habe ich halt, nennt man das? Smoky Eyes. Ungewollt. Ohne Rauch? Ja, so, was benutzt ihr denn so an Mascara? Habt ihr einen Tipp für uns? Welche benutzt du denn jetzt gerade als am liebsten? Also tatsächlich gerne. Also tatsächlich benutze ich die von Tarte, die Tubing. Die gefällt mir richtig gut. Ich habe mir jetzt, nachdem die Yves Saint Laurent hat einen Nachfolger von der Babydoll, die es nicht mehr gibt. Die großartig. Also die war wirklich großartig. Und jetzt haben sie eine neue Mascara, die wieder so einen kleinen Weihnachtsbaum hat. Und ich habe Hoffnungen, dass das vielleicht eine gute Mascara sein könnte. Aber mal schauen. Ich benutze im Moment die Climax von NARS, im Kleinen. Und bin sehr glücklich damit. Und hast du rausgefunden, was der Unterschied zwischen der roten und der schwarzen ist? Ich habe mir allerdings die schwarze jetzt gekauft. Sobald die rote aufgebraucht ist, werde ich sie verwenden. Good. Ich habe sie allerdings noch nicht aufgemacht. Und ich warte sehnsüchtig auf die neue MAC, auf die Trockenshampoo, Dry Shampoo von MAC, die jetzt angekündigt wurde, die es in Deutschland noch nicht gibt. Auf die warte ich ganz sehnsüchtig, weil ich tusche tatsächlich nach. Über den Tag. Mhm. Und daher wäre sie für mich genau richtig. Tuscht ihr nach? Genau. Macht ihr das? Also ist das für euch ein Thema? Wir hatten die Diskussion, als wir beim Mac am Counter standen letztens. Ja, ich tusche nicht nach. Ich tusche sehr oft nach. Also ich habe immer eine Mascara in der Handtasche. Ja, ich hatte das früher, weil ich dachte, ich müsste. Und dann habe ich festgestellt, ich mache das eigentlich nicht. Ich repariere tagsüber auch nicht mein Make-up. Ich schon. Außer ich habe später noch irgendeinen wichtigen Termin, wenn ich unterwegs bin, damit ich für den Fall, aber das ist in der Regel nicht erforderlich. Also ich habe, ich repariere untertags, ich lege Lippenstift nach und ich... Lippenstift schon, aber sonst... Und die Wimperntusche, weil die bei mir verschwindet. Ja. Also ich habe einfach, wenn abends keine Wimperntusche mehr. Faszinierend. Die ist weg. Ja. Also liegt halt auch an der fettigen Haut. Ja, und ich muss da mit Hammer und Meißel das Zeug runter. Bei mir verschwindet das Zeug. Also bis auf die Foundation, die ich heute drauf habe. Ich möchte nicht drüber reden. Ja. Macht keine Dummheiten. Und lasst euch nicht erwischen.